Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hallig Petrus im Hallig Petrus Krimi. So, wie wollen wir eben fix Main fahren, dass das schon mal so ein bisschen anwelken kann. Ja, wer weiß, wie lange noch Wetter ist. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt. Den Gang reinmachen, dann fährt er rückwärts. Damit das auch trocken noch reinkommt, unser Heu. Wir müssen ja noch ordentlich Heu machen. Weil wir haben ja noch nicht so viel Heu. Deswegen erstmal Heu machen. Und dann können wir nachher mal weiter häckseln, ne? Wenn die dann mal wieder Lust hat zu häckseln. Bei dem Silo kommt es ja nicht so drauf an. Das ist jetzt auf Teufel komm raus voll wird, ne? Also wir haben ja ein Silo schon. Deswegen können wir uns da jetzt auch so ein, ja, können wir uns das so einteilen, ne? Müsste echt mal nach dem Wetter gucken. Ich habe echt nicht nachgeguckt. Ich war gerade gucken, unsere Wiese ist erntereich und Wetter. Noch hat er Sonne, ne? Ja, aber auch nicht mehr so viel. Also von daher sollten wir uns jetzt erstmal so ein bisschen auch ums Heu kümmern. Damit das vernünftig ist. Das heißt vernünftig, damit wir es trocken reinkriegen. Das ist halt wichtig. Es wird sich auch noch ein bisschen ziehen mit Heupressen und Häckseln und eigentlich müssten wir auch säen. Ja. Eigentlich noch sehr viel zu tun. Aber das ist ja normal hier. Ich weiß nicht, das ist auch so ein Tüdelspielchen, ne? Irgendwie ist man die ganze Zeit am Rumrödeln, aber man denkt die ganze Zeit, man kriegt nichts fertig. So geht es mir zumindest immer. Nee. Der macht das automatisch hoch. Alles klar, Abfahrt. Mal gucken, ob der Zylon mit den Mehrwerken klarkommt. Ich hoffe. Festfahren müsste ich eigentlich auch noch. Aber der hat auch einen Wendekreis, ey, leckt mich fett. Ne, wir können hier lang fahren, ne? Ja, ich glaube, wir können hier diesmal lang fahren. Nicht, dass wir da wieder stehen und kommen nicht rüber, aber ne, diesmal ist ja noch die Ebbe. Wenn ich den dann auch richtig fahre. War ich noch nicht so. Ne, wir müssen hier durch. Ja, ja, passt. Guck mal, können wir diesmal durchheizen. Kein Wasser da. From Maybe, ich muss ein bisschen Gas geben. Und schleift gerne, wenn du da durchfährst. Ja, aber halt so wild, ne? Das kriegen wir easy peasy hin. Das soll wohl nicht das größte Problem werden. Wichtig ist, dass wir unser Heu hier noch reinkriegen, ey. Wenn das erledigt ist, dann geht es mir auch besser. Hier ganz ehrlich. Und das macht mir immer noch so ein bisschen Kopfschmerzen, dass wir da zeitnah hinkriegen. Oh, dann muss ich auch quälen, ne? Oh, wo geht 14 km/h? Hey, letztes Mal haben wir nur mit einem Mehrweg gemäht. Aber gar nicht ging. Aber siehst du gut im Mehrweg, ne? Also das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Schon nicht schlecht. Von der Übersicht ist der Zylon echt gut. Berg hoch. Ist an der Leistungsgrenze. Ja, die haben aufbereitet, die Mehrwege, ne? Das ist auch eine ziemliche Rampe gewesen. Ein Job. Aber wenn der Kreis so leckt mich fit. War glaube ich nicht so eine gute Idee, mit dem Orbit mehr zu fahren. Was ist das für eine Tafel? Was steht da drüpp? Oh, Schweinehof. Ah, okay. Alles klar. So, das haben wir. Ganz wichtig. Dann wollen wir den Bock mal die Sporen geben. Er tut sich aber schwer, ne? Auf Touren zu kommen mit den beiden Mähwerken. Ne? Der Busch haben wir auch direkt weggesägt. Kein Problem von uns, ne? Guck
Guck mal, das läuft hier, Bill. Also, ihr macht's, ne? Klar ist er jetzt nicht so. Der hebt das, wie sagen können, juhu. Einziger Nachteil ist, du musst dich wirklich an den Wendekreis von den Zielen gewöhnen, ne? Der wendigste ist er ja wirklich nicht. Da muss man sich nichts vormachen. So, abfahrt. So, was schaffen. Dann geht's bei hier hoch, ne? Nix direkt. Geht ihm wieder die Puste aus. Aber top. Ich bin echt zufrieden mit dem Schlepper. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Schlepper, die sind schlimmer. Sagen wir, wie es ist. Ja, er hat aber auch. Ja, okay, er hat 150 PS, aber. Weniger dürfen es auch nicht sein mit den Mähwerken, also. Das ist aber auch, weil die mit Aufbereiter sind, ne? Darf man nicht vergessen. Das fordert schon Leistung. Muss man sich nichts vormachen. Die brauchen wirklich Leistung. Das ist Fakt. Aber sonst gefällt mir, also die Farm komm Schlepper finde ich richtig gut. Also da scheint es echt wirklich mal wieder einen rausgehauen, ne? Obwohl, das machen sie ja in letzter Zeit immer. Giants lässt sich da ja nicht lumpen, also da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Wie gesagt, hier müssen wir noch einmal Heu mähen, das brauchen wir auf jeden Fall. Und das Häckseln werde ich dann so zwischendurch immer wieder weitermachen, ne? Und das fertig machen, weil ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug gehäckselt, oder? Glaube ich aber doch. Dass wir jetzt mal genug gehäckselt haben. Also ihr, ich muss noch häckseln. Guck mal, der kommt da nicht mit klar mit dem dritten Rückwärtsgang. Ja, der hat zu knapsen. Müssen wir eh gleich wieder runterschalten. Aber guck, wir schalten nochmal Eingang hoch. Aber die Halle ich da hoch. Auf die Erhöhung. Leistung weg. Aber stört mich nicht. Ich bin mir mit dem Schlepper echt zufrieden. Also, das kann ich immer wieder nur sagen. Sagen wir, wie es ist. Da gibt es Schlepper, die sind schlimmer. Tipptopp, ne? Ganz ehrlich. So. Mit der SNO. Und Abfahrt. So, habt ihr schon alles verbarrikadiert? Geht's bei euch heute auch so warm? Oh nein. Wenn ihr guckt, dann ist die Wärme, glaube ich, schon wieder weg, ne? Und sonst sollte über 30 Grad werden, ey. Junge, 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 Junge. Das ist nicht schön. Aber was willst du machen? Dann musst du durch, wenn du durch werden willst, ne? Und als Frosch ist recht. Das ist Fakt. So voll Gas. Ja, tipptopp. Tipptopp, tipptopp. Natürlich haben wir jetzt keinen kleinen müssen wir mit dem GTA pressen vorne.
Alle anderen Schlepper sind irgendwie zu groß, das ich sehe gar nicht mehr. Muss ja aufpassen, wenn ich einen Scherbolzen abreiß bei der Presse. Von der Zapfenleistung her, ne? Das muss man sagen. Aber wir haben ja den GTA. Ich hoffe nur, man sieht den Schritt auch, wenn man da dran lang fährt. Dafür sind die kleineren Schlepper eigentlich angenehmer, ne? Weil du es dann einfach besser siehst. So, mach mal hoch so lange, Svenny. Danke. Ich hab den Knopf beschissen belegt, ne? Sagen wir, wie es ist. Der liegt einfach ungünstig, wenn du hoch und runter machen willst. Deswegen hebe ich die auch nicht immer aus oder an. Muss auch mal so gehen. Eigentlich zerschlagen die dann nicht zu doll. Wir fahren ja auch nicht 12 Millionen Meter zurück, dann geht das. Ja, dann geht das wirklich. Ist so. Perfekto! Gleich schon wieder runtergemüllt, dann eben den GTA angeschmissen, wenden, zwischendurch nochmal festfahren. Und dann können wir gut voran, weil der große Fan, der muss ja nicht. Oh, ja, wir fahren mit dem. Wenn ein dicken Fan fährt, fahren wir drinnen, ne? Sehen wir, wie wir noch einen Bogen gedrückt kriegen, aber ich weiß noch nicht, was. Da habe ich mich noch gar nicht entschieden. Und komm, wir lassen die eben unten. Ja, Mann. Verrauchen merkt man gar nicht, ne? Doch, am Track merkst du das immer. Wenn du dann nicht genau die Sitzposition wieder hast, dann meint er, nö, so hast du aber eben nicht gesessen, weißt du? Das ist ein bisschen doof, aber man gewöhnt sich dran. Scheiße reingefahren. So. Der letzte Schnitt für dieses Jahr. Ja, die anderen Wiesen, ja, aber die mähen wir, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr, ne? Ich weiß, ob wir dann Sturmflut haben und alles so weit, dann also haben wir gar keine Silo-Kapazität mehr. Dann müssten wir erst eine Presse uns mieten oder was, aber ja, gucken wir mal nach. So weit sind wir hier noch gar nicht. So weit haben wir es noch nicht. Hätten wir uns da schon Gedanken drum machen müssen, ne? Jetzt auch gleich durch hier mit mir hin. Schickifreuni, würde ich sagen, haben wir das da. Die Mähwecke sind nicht schlecht, ne? Ist zwar ein Lady und ein Kuchen, aber eigentlich gefallen die mir. Sind auch nicht zu klein. Jetzt kommt ja wieder in den Quark, ne? Und manchmal verstehe ich dann nicht, warum man das so hat. Da kannst du ruhig die Kupplung kommen lassen, so wie du willst, ne? Ne, will er nicht. Naja, kann schon mal hoppen, ne? Das ist halt so im Leben. Muss ich gar nicht drin schalten, Svenny. Das bringt sie eh nicht. Zieht er jetzt eh nicht.
mach mal hoch das Gemüse. Und dass wir hier weiterkommen. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierhin, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, mich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.